Oh. Hier hat sich Avery wohl eine Panikhöhle gebaut. Ja, wo die wohl hinführt? Mist. Wir werden's rausfinden. Das hier sieht nicht stabil aus. Ja. Da, frische Fußspuren. Sie müssten hier lang sein. Ganz schön viele Spuren. Machen wir lieber langsam. Mist. So. Was war das denn? Ich wette, Nadines Leute. Verwenden Dynamit, wo sie nur können. Ziemlich dämlich, das hier drin zu verwenden. Tja, die sind ziemlich dämlich. Oh oh. Hast du Ersatzbatterien? Ja, ja. Aber sie liegen auf dem Meeresgrund. Ich frag nicht. Besser so. Ah. Wow, wow, warte. Eine Art Todesfalle? Ja. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Oh. Wow. Wäre gar nicht so schlimm, wenn es nicht so knarren würde. Geh einfach nicht, wo keine Fußstapfen sind. Was? Ich bin nur gerade beschäftigt, nicht in die Luft zu gehen. Und entspanne. Puh. Elena, schau. Die Spur ist hier zu Ende. Vermutlich ist der Gang hinter Ihnen eingestürzt. Lass uns das hier aus dem Weg räumen, okay? Ja. Verdammt! Da kommen wir nicht durch. Oh nein, nur ein bisschen länger. Mist. Na los! Verdammt. Hey, hast du noch Sams Feuerzeug? Ja, gute Idee. Komm schon. Komm schon, komm schon. Klar ist das Ding leer. Auf dem Scheißboot hat er wie ein Schlot gequalmt. Ganz ruhig. Ich habe noch Streichhölzer. Wirklich? Na klar. Na bitte. Oh, sorry. Moment. Hallo? Hier drüben. Hier drüben. Danke, du warst gut vorbereitet. Irgendwer muss das sein. Komm. Suchen wir einen Weg. Romantische Beleuchtung, was? Schon komisch, was du romantisch nennst. Allerdings.
Hey, hier lang. Hilfst du mir hoch? Na komm. Okay, los geht's. Okay, und jetzt du. Okay, danke. Vorsicht, Kopf. Ja. Hier geht's nicht lang. Vorsicht. Wow. Was zum Henker ist das? Das ist unheimlich. Die Hände, die mich bestahlen. Wow. An diesem Punkt war Avery schon völlig durchgedreht. Mir gefällt's hier nicht. Mir auch nicht. Raus hier. Sieh mal. Avery hatte noch Galgen über. Übrig. Was? Man sagt übrig. Sicher? Ja. Tja, niemand mag Klugscheißer. Bist du okay? Ja, ich glaube schon. Was war das? Eine Falle. Avery wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Okay, pass auf dich auf. Ich? Du bist doch darauf getreten. Gut. Pass auf mich auf. Verdammt! Soweit, so gut. Bleibe lieber ein Stückchen zurück. Ja. Oh, Mist. Bist du okay? Wissen wir wenigstens, was vorhin explodiert ist. Ja, kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist. Hey, Nate, hier ist eine Abkürzung. Ist es wirklich kürzer? Ich möchte nur optimistisch sein. Oh, okay. Ja. Verdammt! Diese Kammer hat Avery auch dekoriert. Mehr menschliche Mobiles. Shit. Noch mehr Selbstmordmumien. Verdammt! Oh mein Gott! Die Herzen, die...
die sich mir verschlossen. Ned, was kommt als nächstes? Die Augen, die sich ob meines Egos vertreten? Vorsicht, wenn das so weit. Shit. Noch mehr Selbstmordmove. Verdammt! Geht's dir gut? Ja, aber da kommen wir nicht mehr lang. Toll. Nicht explodieren, okay? Pass einfach auf. Gut, hätte Ohrstöpsel mitbringen sollen. Schreie ich? Nate, Vorsicht. Ja. Und Avery mimt den Ägypter. Nur war diese Mumifizierung nicht, naja, freiwillig. Die Spur wieder. Die Fußspuren führen da lang. Mach dich auf Ärger gefasst. Oh, bin ich immer. Hey, soll das eine Anspielung sein? Nein, komm bitte runter. Komm du doch runter. Nicht richtig aufgepasst. Hier ist keine Spur von Sam. Wir finden ihn. Da, Elena, runter! Wollt ihr Idioten alles zum Einsturz bringen? Oh, God.
Dann werden mir Averys explodierende Mumien doch fast sympathisch. Holen wir uns diese Fackeln. Gute Idee. Die Münder, die mich verleumdeten. Seinen Weihnachtsbaum möchte ich lieber nicht sehen. Ich sehe keine Fußspuren. Wir sind schon auf einem anderen Weg als du. Okay, dann holen wir sie mal ein. Ah, hallo. Hey, das geht also einmal rund? Sieht so aus. Oh Mann, das war einer von Averys Leuten. Tote reden nicht mehr. Hier hat es einen Kampf gegeben. Ja, Two's Männer gegen Averys. Verzeihung. Hallo. Irgendein Schlüssel. Was ist mit dem Zettel? Oh, klar. Stammt von Two an seine Leute. Mit dem Schlüssel kommen wir hier raus. Sehr gut. Hier hinten sind Symbole drauf. Dann suchen wir mal das Schlüsselloch. Ach, Mann. Verdammt. Bin okay. Explodierst du jetzt? Nein? Und du da? Vertrauen war für den Kerl echt ein Fremdwort. Wow. Nicht ganz so schaurig wie die ganzen hängenden Knochen. Aber immer noch schaurig. Ja, vielleicht 3 von 10 Punkten. Ich sage 4. Echt 4? Auf den Ohren. Ja, es geht eindeutig runter.
Noch eine Todesfalle. Ja, und keine Fußspuren hier. Die Symbole entsprechen denen auf dem Posten. Tu hat seinen Leuten erklärt, wie sie die Fallen umgehen. Das war ein guter Anfang. Folge mir einfach, okay? Sei bloß vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Sagt der Kerl, der jede Mumienbombe hier unten ausgelöst hat. Ja, weißt du, ich habe nicht viel Erfahrung mit Mumienbomben. Danke. So weit, so gut. Ja, klopf auf Holz. Besser nicht. Wer weiß, was passiert. Geschafft. Leck mich, Avery. Da kommen wir raus. Ach, ist das der Rest von Tus Leuten? Ja, sieht so aus. Avery hat ja an seinen Feinden gerne ein Exempel statuiert. Und er bastelte gerne explodierende Mumien. Ja. Lass uns hier vorsichtig sein. Schlüsselloch. Schlüssel. Warte, wenn es eine Falle ist? Ja, aber ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Oh Mann. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ja? Dann los. Du? Wenigstens wurden wir nicht in Stücke gesprengt. Mist. Liegt zufällig ein Messer dabei, oder? Nein. Oh, aber der da hat ein Schwert. Los, hilf mir, Schwung zu holen. Verdammt! Nate!
Wie in alten Zeiten, hä? Huh? Elena? Elena? Hey! Hey! Elena, komm schon! Elena! Mein Held? Nein, das glaube ich nicht. Nein, das ist nicht witzig. Oh. Du hast doch schon viel Schlimmeres angestellt. Mann, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Lass mal hören. Hört sich doch gut an. Dir ist klar, dass wir jetzt für alles quitt sind, was ich je angestellt habe, ja? Ja, für alles. Nein, nicht mal ansatzweise. Mann, du hast überall Dreck. Weißt du, dass du eine komische Vorstellung von Romantik hast? Ja, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Alles gut? Alles gut. Das muss Sam sein. Komm. Wenigstens bedeuten die Schüsse, dass er noch lebt. Das Erste. Ist das eine Galerie?